den Dieben voraus. Fahrradbesitzer können bei der Polizeidirektion Süd ihr Fahrrad kodieren lassen. Der Ausweis und der Eigentumsnachweis sollten mitgebracht werden. Kinder benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern. Los geht es morgen von 13 bis 17 Uhr in der Juri-Gagarin-Straße 16. Alles einsteigen! Die Waldeisenbahn Muskau verstärkt den Fahrplan. Die historische Diesellok ist bis zum Ferienende auch dienstags, donnerstags und freitags auf den Schienen unterwegs. Sie fährt zu den Landschaftsparks von Kromlau und Bad Muskau. Unter freiem Himmel! Die Theaternative C führt heute, morgen und am 29.08. noch einmal das Musical Der eingebildete Kranke auf. Darin geht es um Anton von Hagestolz. Er ist ständig krank und hält damit seine Familie auf Trab. Sein Hausarzt nutzt das aus. Um den Arzt überhaupt noch bezahlen zu können, will Anton ihn mit seiner Tochter Angelika verheiraten. Der Arzt hat aber wiederum ein Verhältnis mit seiner Ehefrau. Wie das ausgeht, erfahren Sie jeweils ab 20 Uhr in der Petersilienstraße 24.